Und damit herzlich willkommen zurück zu Bellwright. Ich bin gerade auf dem Weg. Warte, ich zeig's euch. Von uns hier rüber nach Padstow nochmal. Oder ja. Eigentlich waren wir dort ja noch nicht wirklich oft, aber letztes Mal unverhofft, sage ich mal. Und jetzt bin ich hier an der Kreuzung und habe hier. Ich möchte hier nämlich noch ein Schild hinbauen, wegen der Schnellreise, dass wir die zwei Orte als Schnellreisepunkte haben. Und ich wollte euch eigentlich dann reinholen, wenn ich das Schild dort fertig habe. Aber ich habe jetzt gesehen auf dem Weg, dass hier auch noch Händler sind. Wahrscheinlich. Okay, bei ihm kann man schlafen. Das interessiert mich jetzt nicht so wirklich. So, Axt ist weg. Die Zeiten sind hart, aber mit ein wenig Geld und geschicktem Handel kann man immer noch gedeihen. Was hast du auf Lager? Okay. Essen. Na gut, dann ist das halt ein Gasthof und Pension, sage ich mal. Wieso ist jetzt auf einmal wieder auf F? Seid gegrüßt, kann ich für eine Nacht. Okay, dann fragen wir ihn nochmal, ob er Hilfe braucht. Einfach so. Es tut mir wirklich leid, aber ich fürchte, ich kann nicht mit dir reden. Ist etwas passiert? Schau dich einfach um. Wenn du etwas willst, kauf es einfach und stell keine Fragen. Liegt es an diesen beiden Leuten, die hier herumlaufen? Ich kann nicht sagen. Na gut. Können wir die denn auch ansprechen, oder? Hallo? Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Was macht ihr beiden hier? Belästigt ihr diese Leute? Wir? Nein, wir sind nur hier, um uns auszuruhen und etwas zu trinken. Wir sind nur normale Reisenden, genau wie du. Vielleicht nehme ich dich mit nach draußen. Was hältst du davon? Bist nicht der Erste und vermutlich auch nicht der Letzte. Du kannst uns besiegen, aber danach werden noch mehr kommen und diesen Leuten das Leben zur Hölle machen. Wir haben eine Besitzurkunde für diese Taverne von Lord Ashburn. Wenn du damit ein Problem hast, solltest du zuerst mit ihm sprechen. Scher dich fort, junger Grünschnabel. Du kannst hier nichts ausrichten. Okay, ich glaube, wir lassen das erstmal. Also gab es ein Update? Ich habe keins mitbekommen. Auf jeden Fall hat sich was verändert. Also die Performance ist extrem viel schlechter geworden. Warum auch immer. Ich musste die Grafikeinstellungen echt einen Tacken runternehmen, weil auf einmal nur noch 30, 40 FPS da waren. Keine Ahnung, was da manchmal los ist mit dieser ganzen Technik. Jetzt ruckelt es weniger logischerweise, weil muss ja nicht so viel qualitativ hochwertige Grafik auch nachgeladen werden. Also so Nachladeruckler sind halt jetzt geringer. Aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Genauso nicht, warum auf einmal das hier wieder auf F steht. Ich will das auf E. Stehst du? Habe ich jetzt irgendwas doppelt belegt auf E? Weiß ich auch nicht. Aber ich will jetzt auch nicht zu lange in Menüs rumeiern. Ja, schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Wolf? Nee, Banditen. Ja. Ansonsten. Ich habe mittlerweile eine Vermutung, wo Wildschweine sein könnten. Aber ich glaube, wir werden in dieser Folge einfach mal Quests erledigen. Weil mit den Wildschweinen und den Sachen, die wir brauchen. Gott. Scheiße. Junge, ich sehe aber auch wirklich nicht, wegen seinem Scheißschild, wo er überhaupt hinschlagen will. Also das Nahkämpfen. Das bleibt auch meine Meinung, glaube ich, dass ich das nicht so geil finde. Er ist immer noch nicht umgefallen. Ja, das war so alles nicht geplant. Ich bin deswegen auch an sich nicht super gut vorbereitet. Aber wenn die da schon mal mitten am Rand, am Wegesrand stehen. Wie schnell könnt ihr eigentlich teilweise laufen? Und wohin will er jetzt? Ja, das ist doch mal gut. Aber keine Riemen.
Ich krieg jetzt auch noch mal hier Instruktionen. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, wenn ich ehrlich bin. Manchmal macht die Technik auch so ein bisschen, was sie will, oder? Wir lassen den jetzt auch. Ich bin nicht vom Weg abgekommen. Nee, passt noch. Aber wir können hier ein bisschen theoretisch abkürzen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ja, und ich habe in der einen Folge, als ich Fälle entsorgt habe, habe ich auch mein Verband mit reingehauen. Naja, ist alles nicht so wild, aber ist halt lustig, wenn man das dann selbst beim Schneiden sieht. Und man sich dann, ich glaube, danach hatte ich mich nochmal gefragt, hey, der Baum, der müsste mal geschnitten werden. Und hier der Busch gehört hier auch nicht hin. Wenn man das dann beim Schneiden sieht, ist das halt witzig, wenn man vorher noch im Spiel das gar nicht checkt. Einfach da reinpackt und später dann seine Sachen sucht. Ja, das passiert halt manchmal im Eifer des Gefechts quasi, ne? Ja, ich werde jetzt das Schild noch eben da aufbauen, dann Otto hatte noch was geschrieben wegen der Quest mit 5 Äxten, aber ich habe das, weder habe ich seine Nachricht falsch verstanden, sein Kommentar, weil ich krieg die ja nicht als Quest Belohnung, sondern ich soll die ja bringen oder besitze ich die jetzt, hat er mir die quasi als Questgegenstand gegeben, aber ich sehe hier nichts im Inventar. Ne. Ja, keine Ahnung. Testen wir heute alle. Ich will mal ein bisschen an die Quest jetzt rangehen. Das war der Händler mit Fisch und so. Nein, das lassen wir jetzt. Ich möchte einfach nur hier noch einen Schnellreisepunkt. Weil früher oder später müssen wir hier auch öfter hin. Eigentlich jetzt auch so langsam. Eich. Junge, Junge, Junge. Da in unserer ersten Stadt im Moment ja auch keine Quests da sind und das mit diesen Trophäen. Das ist gar nicht so einfach. Ich kriege ja auch von den Wölfen, ich habe ja diese Zähne alle verkauft. Weil ich ja nicht wusste, dass ich mal eine Trophäe daraus herstellen kann und auch muss, ne? So. Ihr habt hier komische Wege. Vor allen Dingen ist es dunkel, dann ist das alles immer noch mal eine größere Katastrophe. Jetzt müssen wir mal gucken, ab wann wir das stellen können. Gucken, wann es weiß wird. Moment. Mach das nochmal weg. Wir brauchen dafür Steine, das weiß ich. Ach, ich darf ja. Ja, ist gut. Ich darf einen losen Stein nicht bei euch aufheben. Ist ja auch schrecklich, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Okay, hier geht's auch noch nicht, aber jetzt gleich müsste es eigentlich gehen. Nee? Oh, das ist aber nicht geil. Hier erst. Naja, dann ist das halt so immer noch besser, als von uns aus zu laufen, aber ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum wir jetzt so weit weg mussten. So, wir müssen es einmal so rumdrehen. So. Was ist denn jetzt? Hä? Ach, auf dem Weg darf ich, aber hier nicht. Was? Aber hier ist trotzdem die Grenze, wie es aussieht. Okay. Aber hier können wir es hinstellen. Nochmal ein paar Meter rausgeholt. So, Holz hatte ich schon extra mitgenommen. Also brauchen wir jetzt nochmal zwei Baumstamm und Steine. Okay. Steine, das ist manchmal gar nicht so einfach, die zu finden, ne? Aber hier haben wir einen schon mal. Ernten, Stone, nicht Stein. Stone. Okay, hier ist noch eine. So, Axt raus. Dann haben wir hier auch direkt einen Baum. Ah, ich möchte die so. Ich möchte die Natur jetzt hier nicht unbedingt so verschandeln, aber ja, ich laufe jetzt auch nicht hier sonst wohin wegen dem Baum. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie trotzdem noch zu nah, dass die jetzt meint, hier, Kollege, du machst hier alles kaputt. Wir ziehen dir wieder ein paar Punkte ab von Ansehen. Der hat mir nur einen Stamm gegeben. Übrigens schnell speichern. Ich habe gar kein gutes Gefühl im Moment bei manchen Spielen. So.
Ah, wir brauchen drei insgesamt, okay. Was haben wir denn hier? Der müsste doch... Ist ja groß genug, ja. Manchmal, da sind die schon relativ groß, aber dann sind die ja immer noch junger Baum. Ah, ist gut. Die Fackel hält halt auch nicht lange. Das, also ein paar Sachen wäre schön, wenn sie da noch was ändern. Kann ich mal eben ein paar Äste haben? Wie viel brauchte ich? Drei, glaube ich, ne? Scheiße, ich sehe nichts. Hier. So, hau weg. Ich habe ja noch einen im Inventar. Ne? Manchmal raff ich das echt nicht so wirklich. Kann aber auch von vielen Gequatschen manchmal kommen, aber habe ich nicht eben da versucht, alles reinzulegen? Oder was ist jetzt wieder schief gelaufen? Und wie macht er sich eigentlich seine Fackel an? Fragen über Fragen. Nein, alles gut. Okay. Aber einen brauchen wir ja definitiv noch. So, dann komm mal her. Ja, ich habe das jetzt auf 60 FPS runtergestellt. Ich meine, für so ein Spiel reicht das in der Regel auch. Ich bin jetzt auch nicht so der übelste FPS-Freak. Da gibt es auch für mich so Grenzen, wo ich sage, siehst du eh keinen Unterschied mehr. Also 90, 100 spiele ich schon ganz gerne in der Regel. So. Alles darüber sieht mein Auge zum Beispiel nicht. Ja. Wir schauen mal jetzt in die Quests. Gehen natürlich jetzt gleich erstmal sowieso noch einmal nach Hause, logischerweise. Schlafen, damit es dann hell ist. Hier. So. Ich soll jetzt Vertrauensstufe von Bradford, das ist ja noch eine andere. Also jetzt bleiben wir erstmal dann zumindest bei den beiden hier, ne, die wir jetzt schon kennen. Sprich, hier sollen wir erstmal nur mit jemandem reden. Wo ist der denn überhaupt? Da. Wie schön, dass wir jetzt reisen können, ne? Mal jetzt mal die Fackel aus. Hier, schon wieder. Jetzt kriege ich hier Tutorial-Hinweise die ganze Zeit. Was ist denn hier passiert mit dem Spiel? Ich verstehe es manchmal nicht. Early Access, schön und gut. Manche Dinge sind aber auch manchmal wirklich sehr anstrengend. Dass auf einmal die Performance schlechter wird, ist halt... Die Fackel weg. Die solltest du gerade wegstecken, da kam dieses Pop-Up-Fenster. So, hier verbrennt wieder das gute Essen. Da ist noch was. Ich möchte jetzt nämlich wirklich die Quests ein bisschen vorantreiben, dann noch eine Hütte bauen und noch ein, zwei Siedler holen, damit das noch ein bisschen reibungsloser alles läuft. Aber um in dem ersten Ort diese nächste Stufe zu erreichen, dass ich dort dann die richtig guten Siedler bekomme, dazu muss ich halt zwingend jetzt erstmal, weil es gibt dort glaube ich keine. Eine hatte ich ja mit den Büchern, ne? Die hatten wir ja letzte Folge zurückgebracht. Ich guck noch mal ganz kurz nach, weil das ist auch nicht immer so super schnell alles ersichtlich. Warte mal. Doch, das hier. Die hatte ich gestern noch geholt, ne? Ach nee, das sind ja diese Trophäen. Nein, nein. Das war die, glaube ich. Mit den Äxten, ne? Theodor hat einen ungewöhnlich großen Auftrag für Waffen von einem Fremden erhalten, der großzügig bezahlt. Er kann es sich leisten, die Bezahlung mit mir zu teilen, wenn ich ihm helfe. Ich hoffe, es ist keine Tarnung für Banditen, die sich rüsten. Und bringt uns auch keine Freundschaftspunkte. Ich habe... Das ist Petstore. Was ist das jetzt hier? Das war aber noch aus Horndorn. Das steht jetzt hier nur nicht. Das haben wir, glaube ich, schon länger. Wieso kann ich die jetzt nicht verfolgen? Doch, steht doch da. Warum ist die umrandet? Macht mich manchmal ein bisschen wahnsinnig. Okay, wir machen jetzt erstmal das hier mit dem Zimmermann, weil ich glaube, das ist noch aus Horndorn gewesen.
So, wo ist er denn? Müssen wir jetzt nochmal. Nee, der ist ja hier. Das stimmt. Ja, jetzt weiß ich wieder. Hier auch die Zeichen über den Köpfen. Das flackert jetzt auch, der Lebensbalken und so. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also es kann auch jetzt daran liegen, dass ich halt die Einstellung runterstellen musste. Ich habe keine Ahnung. Es ist schade. Ich muss sagen, im Moment macht mir Fallout auch echt in der Hinsicht mehr Spaß. Aber das ist schon trotzdem ein cooles Spiel, ne? Also das Spielprinzip ist ja genau sowas, was ich eigentlich auch schon länger gesucht habe. Und bei Fallout kommt natürlich auch ein bisschen Nostalgie mit dazu. Wieso schmeißt er mich jetzt hier raus? Würde ich das Schild am liebsten nochmal abreißen und anders setzen. Es war aber richtig. Ich habe das genauso gesetzt wie das erste, dass dieser Holzstock hier war. Und da wurden wir bei dem anderen dann auf der gegenüberliegenden Seite. Ist egal. Gibt Schlimmeres. Wirkt aber halt ein bisschen willkürlich. Auch jetzt, es ruckelt auch viel mehr. Und das, obwohl die Grafik jetzt schlechter ist. Merkwürdig. Ich hoffe, dass sie da direkt nochmal irgendwas machen, wenn das. Also, ich habe kein. Also, ich lasse ja immer alle Updates automatisch runterladen. In der Hinsicht kriege ich das auch nicht immer alles mit. Bei manchen funktioniert das ja nicht so astrein. Da wirst du dann immer nochmal. Da wirst du dann nicht darauf hingewiesen, dass du. Also, die meisten laufen automatisch, aber bei manchen steht auch Update in Warteschlange. Das wollte ich sagen. Ich komme schon wieder durcheinander. Und ich möchte bei ihm mal gucken jetzt, wenn ich gerade schon mal ihn sehe. Der hat Jagdbuch. Ich kaufe jetzt eins davon. Weil ich glaube, dass unser Jagdskill nicht ausreicht. Oh, ich muss. Ah, das sind bessere Bücher, ne? Ich brauche dafür noch ein Anfängerbuch. Kann das sein? Warte, kann ich das bitte. Sag mir das Spiel das bitte. Erfordert Fertigkeitsstufe 3. Okay. Dann muss ich das im ersten Dorf kaufen. Geselle, Geselle, Geselle. Okay. Muss ich unbedingt dran denken, dass ich das im ersten Dorf dann nochmal eins kaufe. Dann sind wir eh langsam pleite. Aber ich glaube. Da steht zumindest dabei, auch nur, ich habe mir echt Gedanken gemacht jetzt, ne? Gestern und heute. Ja, aber jetzt erstmal die Quests, die wir auch haben. Das wird mir sonst zu unübersichtlich. Nee, da ist er. So, ich mache mal ganz kurz Pause. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht. Und zwar habe ich dann auch geguckt, die einzelnen Punkte nochmal, eine Attribute. Und da steht beim Jagen nämlich sowas wie: erhöht die mögliche Beutemenge oder die. Nee, erhöht die mögliche Beute, steht da. Jetzt kann man das natürlich auf die Menge beziehen, dass man dann statt zwei Fleisch vielleicht mal drei bekommt, statt einem Fell zwei, ne? So, dass da noch ein Bonus oben drauf kommt. Oder dass dann auch die Häufigkeit steigt, solche trophäenrelevanten Dinge, also für das Schwein brauchen wir die Hauer, für die Wölfe die Zähne, dass das dann teilweise dann erst überhaupt funktioniert so richtig oder dass dann auch diese Wahrscheinlichkeit steigt oder ob man dann die Wahrscheinlichkeit beibehält und dann nur statt einem zwei Zähne bekommt. Keine Ahnung. Das weiß ich halt alles nicht. Deswegen. Dalibor hat mich geschickt, um einen Auftragsbrief abzuholen, der hier irrtümlich zugestellt wurde. Was hat sie denn jetzt? Voll neugierig. Typisch. Kann mir nichts gönnen, oder? Ja, ey, ist nicht meine Sache. Hör zu, ich gebe dir den Auftrag, ich will daraus keine große Sache machen. Die Sache ist die, ich habe bereits angefangen, an den Stühlen zu arbeiten und habe dadurch einen Großteil meines Bestandes aufgebraucht. Ah, jetzt sollen wir ihm Zeug bringen. Wenn ihr mir Bronzebarren und Stämme bringt, dann gebe ich euch den Brief. Was sagt ihr dazu? Oh, jetzt haben wir. Jetzt geht's los, ne? Ihr könnt sie aus Kupfer gemischt mit Zinnerz schmelzen. Also Kupfer und Zinn haben wir. Aber ich kann doch in den Ofen. Brauche ich einen besseren Ofen? Das sind wirklich viele Fragen. Tutorial, schön und gut. Liebes Spiel, könntest du mir lieber besser erklären, weil ich habe keine Ahnung. Man kann sich diese Arbeit natürlich selber machen. Ich kann jetzt wieder ins Menü gehen. Ich kann mir das alles durchlesen. Aber das kann ich ja nicht jetzt machen, ne? Weil das ist ja wirklich zum Zugucken dann einfach nur langweilig. Schade.
Ich kann gucken, wenn wir. Weil ich ja eh jetzt nochmal forschen möchte, können wir ja einmal schnell gucken. Weil die Grafik ist heute dann auch echt um einiges unansehnlicher, ne? Aber ich glaube auch, dass das mit den Abstürzen zusammenhing. Die Nachladeruckler, da ist es dann immer passiert in der Regel. Hier, Mischeimer. Diese Struktur wird verwendet, um Lehm herzustellen, weil Lehm werden wir ja auch bald brauchen, ne? Verband ist auch, eigentlich ist das alles cool. Ich muss mich nur jetzt halt entscheiden. Auch geil, da müssen die nicht so weite Wege laufen. Und dafür brauchen wir aber Lehm. Okay, also müssen wir jetzt sowieso erst Lehm erforschen. Okay, machen wir das einfach. Wo war das? Mischeimer hier. Was brauchen wir? Wasser. Ich muss das Ding bauen. Okay, Moment. Dann geht's weiter an die Quest. Das hatten wir doch, glaube ich, erforscht. Von Schlamm, genau. Da brauchen wir auch noch Schaufeln. Hier. Wassersammler. Aber ich brauche dazu schon Leben? Das Spiel verwirrt mich. Ich baue doch jetzt eigentlich extra das hier zuerst, um überhaupt Leben herstellen zu können. Spiel? Du bringst mich wirklich durcheinander. Wo stellen wir denn das? Stellen wir das erstmal hier neben das Lager. Warte. Bisschen Ordnung muss heraus sein. So, was haben wir denn hier? Lehm. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schaufel, glaube ich, um Lehm zu bekommen. So, erstmal können wir die Waffen jetzt verteilen. Die hatte ich ja in Auftrag gegeben. Die Pfeile sind auch wichtig. Die Falle interessiert mich gerade nicht. Kannst mal was essen. So. Schaufel. Machen wir mal 3 Stück. Bronze haben wir jetzt natürlich hierfür aufgebraucht, das weiß ich. Kupfer. Brauchen dazu eine Schmelzhütte. Ich dachte es mir, aber die können wir auch noch nicht bauen. Wo ist die Schmelzhütte? Hier. Schmelzofen. Ja, ist auch Stufe 2. Okay, ihr habt ja alle so einen Kolben. Ihr kriegt jetzt zumindest noch eben das hier. Beziehungsweise, wo hast du denn deinen gelassen? Hast du den ab... Ich glaube, die legen die manchmal weg, die Sachen. Kann das sein? So, jetzt füllen wir unsere Pfeile nochmal eben auf. Die überschüssigen legen wir hier rein. Da haben wir jetzt wenigstens auch ein bisschen Reserve. So, hier war nochmal Forschung. Ist Ludomir fertig? Dann kann er das haben. Ich gehe mal davon aus, ne? Du? Ja, schade. Ich dachte, ich kann das direkt so tauschen. Du kriegst jetzt das. Ah, du hast noch 24 Falle. Das reicht erstmal. Gut. Dann haben wir sie. Ludomir brauchen wir nochmal. Will wissen, ob du das schon kannst. Ja, bitteschön. Bist du schon mal bei 4 gleich bei Forschung. So, da hinten ist noch eine. Die Namen habe ich nicht im Kopf. Außer die Bogenschützen heißt Barbara. Das habe ich mir gemerkt. So, du kriegst jetzt auch noch eine... Das geht nicht. Bessere Keule schon mal. Ja, danke. So, die letzte Person. Ja, die rennt natürlich am Arsch der Welt rum. So. Ah, so umgeht es aber, okay. Okay. Das war's. Auf nach Rondon, ein Jägerbuch kaufen. Das geht ja zum Beispiel ratzfatz, ne? So, jetzt kaufen wir ein Jagdbuch.
Und da müssen wir jetzt auch diese Quest erstmal nochmal tauschen, weil noch können wir ja kein Bronze herstellen. Das geht nicht. Auch noch nicht. Das können wir machen. Machen wir das mit den Äxten. Ach Gott, das habe ich auch vergessen. Schauen wir mal, ich mache das einfach mal. Danach können wir zwei Baumstämme, zwei Felle und zwei Seile, das können wir auf jeden Fall machen. Warte mal. Hey, ich komme schon wieder durcheinander, ganz ruhig. So. Bücherhändler war doch hier hinten links. Weh, du hast kein Jagdbuch. Hat er nicht. Ah. Hier noch eine Quest? Ich glaube nicht. Nö. News from the kingdom? There's always something. Verdammt. Was ist denn hier am Brett? Nichts. Yes. Schade. Ja, dann können wir höchstens jetzt die Seile halt, wie gesagt. Zwei Felle, zwei Seile, zwei Baumstämme. Das können wir machen. Und wie viel fehlt denn noch bis zur nächsten Stufe beim Jagen? Na, hier. Ja, nicht mehr ganz so viel. Warum bin ich denn bei Kochen eigentlich schon so hoch? Ja gut, ich habe ab und zu was aufs Feuer so geschmissen. Dann können wir heute noch ein bisschen jagen. Aber keine Kühe. Mist. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall mehr Punkte brauchen, damit wir auch eine realistische Chance haben, Dinge zu bekommen von den Kadavern. Weil ich habe dann zwischen den Folgen einfach mal einige Wölfe gejagt. Irgendwann waren Zähne dabei, aber das hat so lange gedauert. Und alles, was ich jetzt so weiß... Zu hoch? Ich kann das von hier nicht erkennen. Nö, den holen wir uns jetzt. Und bei Wildschwein, also ich hatte dann auch zwischen den Folgen eins mal gefunden. Ich weiß halt nicht, ob das ein fester Spawnpunkt ist. Hab das erlegt und hab dann ein paar Mal wieder geladen und ich habe nie so Dingens dabei gehabt. Deswegen wäre es gut zu wissen, ob es irgendwo viele gibt halt, ne? Ja, geht doch. Aber nur, er hat gerade seinen Kopf wieder runtergemacht und dann aber zum Glück wieder relativ schnell angehoben. Tut mir leid. Weil hier so Hörner kriege ich nämlich auch. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Und von denen haben wir jetzt nicht wirklich viele schon gejagt und erlegt, aber... Ja, 4, 5 Stück schon auch. Also man levelt sehr langsam. Dafür sind die Bücher ja geil, ne? Das Problem ist halt, dass er jetzt das Buch, was ich brauche, nicht hat. Wahrscheinlich müssen wir dafür wiederum in diese andere dritte Stadt, die jetzt schon mal erwähnt wurde. Oh, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Und komischerweise sind auf einmal auch keine Hasen. Doch, da ist einer. Hasen habe ich ja noch gar keinen erlegt. Wo ist der denn hingelaufen? Ja, wir brauchen offenes Gelände, das ist blöd so.
Laufe jetzt mal hier auf die Wiese. Du musst aber was essen. Weil wenn wir jetzt ein Level aufsteigen im Jagen, dann können wir das eine Buch sofort lesen. Dann hätten wir ja nochmal 2 Punkte dann innerhalb kürzerer Zeit dazu bekommen. Vielleicht reicht das ja dann, um bessere Jagdergebnisse zu haben, also was die Ausbeute angeht. Ah, der war, glaube ich, zu hoch, ne? Ich kann das nicht so richtig einschätzen, ehrlich gesagt. War der auch drüber? Ich glaube, die erste Zeit habe ich immer zu tief gezielt. Ja, ja, aber das läuft ganz gut im Dorf. So sieht man ja immer, dass sie kochen, Essen herstellen und Sachen herstellen. Das passt. So, wo ist er? Da hinten ist einer. Das könnte der vielleicht sogar sein. Na, guck mal, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da können wir auch noch mal eben hingehen. Vielleicht hat er zu... Ja, irgendwo war, glaube ich, noch ein Händler mit Lehrbüchern, oder? Bin mir nicht sicher. Obwohl, das gestern waren 2-mal Kräuterhändler. Ja, ja, ich weiß schon. Ich will jetzt gerade hier hin. Alles gut. Steck mal deinen Bogen weg, sonst redet er nicht mit dir. Welche Gegenstände? Ja, Essen halt. Okay. Kann man dir irgendwie helfen? Bringt einem das überhaupt irgendwas? Nee, das ist unwichtig. Okay. Wir sind natürlich jetzt wieder relativ ab vom Schuss. Aber wir... Auf einmal taucht er neben mir auf. So, 2-mal Seil, 2-mal Fell. Das besorgen wir jetzt gleich und dann gucken, ob ich das alles ins Inventar bekomme. 2 Stämme gehen rein, wenn ich nichts weiter habe. Dazu dann noch, die 2 Seile, das sollte schon irgendwie passen. Die gucken aber auch immer in meine Richtung, als würden sie erahnen von vornherein, wo sie aufpassen müssen. Ja, der war jetzt zu kurz, ne? Ich finde, man erkennt das ziemlich schlecht, ob das, aber ich habe auch nicht mehr die allerbesten Augen. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran. Ich glaube, du musst einfach eine gewisse Nähe haben, dann triffst du auf jeden Fall besser, ist mir schon öfter aufgefallen. Guck mal, da hätten wir sogar schon mal 2 Fell. Weil die sind ja sowieso, davon haben wir eigentlich zu viele. So, wird wieder dunkel, wir gehen nach Hause. Sollte ich natürlich nur nicht immer in die falsche Richtung laufen. Dann würde ich sagen, die bringen die Sachen morgen weg und auf dem Weg gucken wir, dass wir noch 1, 2 Hasen und vielleicht noch einen Hirsch erlegen und hoffen, dass das reicht für einen Stufenaufstieg. Den habe ich wieder viel zu spät gesehen. Jetzt rennt er weg. Aber die Richtung ist gut, wenn du jetzt einmal stehen bleiben würdest. Ah, ne, ist in Wald. Ich sehe es nicht. Ne, ne, lass. Egal. Ja, da konnte ich seinen Kopf halt nicht wirklich treffen. Ne? Ich lasse das jetzt auch. So. Das Essen, das könnt ihr machen. Wir gehen jetzt pennen. Packen nur schon mal die 2 Seile noch ins Inventar. Eigentlich kann ich auch 2 Baumstämme bei uns rausnehmen. Brauche ich das nicht selber hacken. Da müsste mittlerweile genug da sein.
Pack mal deinen Bogen weg. So, wir packen uns noch mal ein bisschen was zu essen auch schon mal ein. Mist, das wird gleich schlecht. Das ärgert mich immer so. Achso, ich kann auch das Fell geben. Sieht so aus. Ist hier schon was fertig? Ja. Okay. Aber wir sind ja nicht blöd. Klar, ich könnte auch diese eine schon mal wegbringen. Aber wir haben doch hier einen Bronzebarren. Ich bin verwirrt. Habe ich die mal erbeutet? Ich bin verwirrt. Eindeutig. Nee, er will die, weil jetzt zeigt es davon drei an. Ja. Steht auch nicht dabei, ob welches Fell, weil die halt einfach alle Fell heißen. Das sollten sie auch unbedingt ändern. Weil dann musst du das halt quasi ausprobieren und die kommen weg. Die muss ich auch noch wegschmeißen. So. Oder schmeiße ich gerade wieder die falschen Sachen weg? Ne, ich glaube nicht. Ja. Bringen wir die Quest noch jetzt gleich am nächsten Morgen wenigstens weg mit dem Jagen. Ich glaube, das wird von der Folgenlänge zu lang. So, jetzt noch die zwei Seile. Und dann hätten wir ja alles. Das Essen kann ich jetzt noch auf den Grill legen, quasi. Quasi Grill. Seil. So, haben wir alles? 2, 2, 2. Diese riesigen Dinger. Richtiger Lappen. So, eins haben wir, glaube ich, noch, ne? Egal. Oh, hier liegt aber einer. Na, na. Immer wenn man selber rangeht, schmeißen die das dann einfach in den Dreck, so wie, ja, dann mach deinen Scheiß doch selbst. Ja, das geht gleich kaputt. Das können wir reinlegen, das können wir reinlegen. Den auch noch, das raus. Davon nehmen wir noch eine mit. Raus damit. Ach, weißt du was? Macht ihr das einfach. Ihr macht das schon. So, wir gehen schlafen. Dann haben wir die Quest wenigstens noch weg. Aber mit den Bronzebarren, dann muss ich mir das nochmal angucken. Aber da stand doch, dass wir da, dann haben wir das mal erbeutet. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das macht dann ja wahnsinnig. Weil du kannst ja hier nur einen Teil reinlegen. Wird bei der Herstellung von Bronzegegenständen, wird in einer Schmelzhütte aus Kupfer und Zinn. Ja, dann haben wir die mal irgendwann erbeutet. Aber wie viel brauchte er denn? Dann können wir ja diese Quest vielleicht trotzdem erledigen. Ja, er braucht natürlich drei. Einer zu wenig. Ist das ärgerlich. Egal. Erledigen wir zumindest diese Quest noch als Abschluss für heute. Ein paar Sachen, ein paar Waffen verteilt. Ein bisschen gejagt. Ja, jetzt bin ich ja wieder hier. Rüber. Oh, regt mich das auf. Mit dem Jagen, die Folge ist uns wieder zu lang. Ich versuche ja, die Folge nicht mehr ganz so lang zu machen. Aber er bietet sich jetzt quasi nochmal an, ne? Ey, du bist doch aber selbst schuld. Du bist mir ja quasi in die Arme gelaufen. Ich hab dich nicht erschrecken wollen. Der ist total am Durchdrehen. Er dreht richtig durch. So, Bogen weg, sonst redet keiner mit dir.
Nein. Hast du es geschafft, alle Materialien zu sammeln, die ich angefordert habe? Ja, hier ist alles. Mitarbeiter. Okay, bei denen können wir auch nur bis 500. Okay, das unterscheidet sich dann auch nochmal. Ich glaube, weil das... Mann. Aber ist auch schon Geselle. Wir nehmen... diesmal Arbeiter, keine Ahnung. Ich hoffe, dass dies die Menschen von Padstow dazu inspirieren wird, in Zukunft für sich selbst einzustehen. Kein Problem, es war mir ein Vergnügen zu helfen. Ich bin immer begierig darauf, etwas Geld zu verdienen. Ach, nee, komm. Wir fragen auch mal, es gibt eine Sache, wenn wir auf euch zählen können. Was brauchen Sie, Älteste? Essen, mein Freund. Unser Dorf wurde von Hungersnot und Rebellion schwer getroffen und die Situation hat sich nicht viel verbessert. Wenn du uns etwas köstliches, geräuchertes Fleisch bringen könntest, würden wir uns alle freuen. Mein Volk verdient nach so einem harten Jahr etwas Gutes. Ich werde es versuchen, ne? In Zukunft. Was hat er denn jetzt? Angriff. Okay, den nehmen wir jetzt noch mit. Gibt's hier Friendly Fire? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Wer ist denn jetzt? Alter, die wollen es aber auch wissen jetzt, ne? Jetzt sterbe ich. Ich wusste es. Ich hänge fest und komme nicht weg. Okay. Ist nicht so schlimm. War, dumm gelaufen. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, der Ort scheint kleiner zu sein, deswegen kriegt man da wahrscheinlich auch nur, oder braucht nur 500 Punkte. Möglich, dass es damit zusammenhängt. So, ich werde mir die Klamotten dann vor der nächsten Folge dann da oben holen. Werd mir nochmal angucken, wie das mit dem Wasser dann ist. Und mit dem Lehm. Und irgendwie könntet ihr ja mal so langsam hier anfangen, ne? Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und was schmeißt, also würde ich mich drüber freuen, ne? Wenn ihr wieder mit dabei seid, gerne einen Daumen. Gerne einen Kommentar und gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.